Autoerlebnis ist im alten Elva in die Berge fahren. Heute passe ich hinten nicht mehr wirklich rein, auch wenn die neuen Autos hinten ein bisschen größer sind. Wir sind wirklich so, Felix und ich, hinten drin gesessen. Das war wirklich unser Familienurlaubsauto, so Wochenendtrips und Co. Wir haben viele Sommerferien auf irgendwelchen Porsche-Paraden irgendwo auf der Welt verbracht und haben die ganze Kultur ums Auto rum und so diese Faszination für Porsche halt echt früh schon irgendwie miterlebt. Und als Kind war das irgendwie ein ganz cooles Umfeld. Du warst natürlich immer um diese ganzen farbigen, geilen Autos. Also visuell ist es einfach sehr stark. Hat sich gar nicht so wie Arbeit angefühlt, obwohl es für meinen Dad ja eigentlich immer Arbeit war damals. Städte sind ja extrem an Autos ausgerichtet. In Europa noch weniger als in Amerika. Aber da wird ja auch eine Transformation stattfinden. Und da geht es ja auch weiter. Es ist irgendwie cool, da mitzugestalten, weil individuelle Mobilität wird bleiben. Das ist einfach relevant. Meine Inspiration kommt über Menschen, Musik, Filme, von meinen Kollegen, sowohl im Architekturbüro als auch bei FAD, aus Gesprächen. Ganz früher wollte ich mal Feuerwehrmann werden. Dann Fußballer, also verschiedene Sachen. Das hat sich ja immer geändert. Dann wollte ich mal Schauspieler werden. Ich wollte auch mal Rennfahrer werden. Würde ich auch immer noch nicht nein sagen, ehrlicherweise. Man spielt ja auch noch eine Rolle mit Ice Race und Co. Ich war immer ganz gut im Kunst und im Zeichnen und so. Und dann hatten wir mal in der Schule so einen Architekturteil im Kunstunterricht. Und da hat es angefangen. Irgendwas finden, wo man Spaß dran hat. Und das versuche ich, das irgendwie was zu finden, wo ich das Gefühl habe, man verändert was und man hat irgendwie einen Einfluss. Deswegen mache ich Architektur auch so, weil auch wenn es nur ein kleiner Ort ist, du kannst den auf jeden Fall irgendwie verändern. Das Coole, was dir das Architekturstudium beibringt, ist, dass du mit einem weißen Blatt Papier anfängst. Deine erste Idee wird dann auch immer noch viel schärfer, auch mit dem Input der anderen Leute. Gerade bei der Architektur gibt es ja so viele Leute in verschiedenen Fachbereichen, die sich einbringen. Muss bis ins kleinste Detail gut funktionieren. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt eine Ästhetik habe oder so. Ich ziehe mich auch mal super bunt an und mal super schlicht. Wenn es zum Konzept passt, muss ein Gebäude auch mal laut sein und mal muss es sich zurücknehmen und den Ort in den Vordergrund stellen. Und eigentlich ist genau dieses Konzept dann stringent da dabei bleiben, was Uhren und Architektur, aber Design generell irgendwie cool macht. Als Kind wollte ich nichts im Arm haben. Ich fand es irgendwie zu auffällig noch. Ich habe dann so mit 16 hat mein Papa mir den Chrono 1 geschenkt. Ich hatte davor zur Konfirmation eine Uhr bekommen. Die hat es aber irgendwie nicht so an meinen Handgelenk geschafft. Der Chrono 1 war irgendwie so eine Mischung, weil der hatte einmal so dieses Heritage-Feeling. Das ist von meinem Onkel, da steht Porsche drauf. Das hat einen Bezug. Und auf der anderen Seite war der super under the radar. Nur die Kenner wissen, was ein Chrono 1 ist und dass das was Besonderes ist. Für alle anderen schaut es, finde ich, nach einer normalen, zurückhaltenden, auf die Funktion beschränkt. Irgendwie schaue ich auch lieber auf meine Uhr als auf mein iPhone, um zu wissen, wie viel es ist. Aber es war nie so als Sammlung gedacht. So wie man jeden Tag entscheidet, was man anziehen will, so kann man dann auch noch ein paar mehr Uhren anschauen, was passt dazu, was drückt irgendwie aus, wie ich mich gerade fühle. Und verbindet es dann immer mit irgendeinem Zeitpunkt oder so. Oder wenn man das irgendwo an einem speziellen Ort findet oder irgendwie lange nach was gesucht hat. Ich habe zum Beispiel jetzt lange nach einer Military-Chrono gesucht. Mein Onkel wollte immer gleich das nächste coole Ding machen und das Ding war fast noch nicht auf dem Markt, da hat er schon irgendwie die nächste Idee gehabt. Der war ja nicht nur Uhrenfreak oder nur Autofreak oder Designer. Ich glaube, der hat sich immer bei verschiedensten Gegenständen gedacht, so, da könnte man vielleicht was besser machen. Es ist der Spirit, dass man aus einem ursprünglichen Design, was gut funktioniert, aufbaut und es weiter verbessert, so wie der 911er heute immer noch denselben Spirit hat und aber halt mit der Zeit sich weiterentwickelt hat. So sind auch die Uhren im Spirit noch das gleiche. Das Coating funktioniert besser, die Werke sind stabiler. Also es sind all diese Punkte, die man slowly but steady Fortschritt spürt, aber eine Identität behält. Jeden Tag ein bisschen besser. War nie geplant, so, yo, jetzt wird meine Zeit nur noch ins GPI. Also genau, es hat einfach Bock gemacht. Und ich habe dann ja auch weiterhin die Tour gemacht. Und es war ja auch nur ein einmaliges Event im Jahr. Das heißt, es war zwar schon deutlich mehr Arbeit, als ich das ursprünglich mal dachte, aber es hat irgendwie Spaß gemacht und dementsprechend hat man mehr Zeit investiert. Weil wir irgendwie so das Gefühl hatten, das wäre so was, was irgendwie dieser Szene fehlen würde, dass es irgendwie authentisch ist, dass da jeder dazu kann, dass da Profis fahren, aber auch Amateure. Und das ist eigentlich auch mein Ziel, das mehr zu machen. Wir haben die nächsten Locations, mehrere Events und vielleicht sind wir auch mal in anderen Ländern aktiv. Ich könnte eigentlich überall noch mehr machen. Dann kam der Mankai auf den Markt
der Gasthof am Großglockner. Und irgendwie habe ich nicht so lange nachdenken müssen. Das Ding war baufällig. Und deswegen musste man es umbauen. War das jetzt so das erste Mal, dass man irgendwie die beiden Jobs so wirklich 1:1 verbinden konnte. Der Vorbesitzer hieß schon davor Mankiewicz. Deswegen wollte ich das auch behalten. Das hatte halt so eine Referenz zum Alten gehabt. Und der hat die fettesten Murmeltiere, die du dir vorstellen kannst. Der hat denen nämlich geschälte Nüsse gegeben die ganze Zeit und die haben sich voll gefressen. Und der hat die gezüchtet neben der Hütte. Ich will, dass die Leute merken, wo sie sind. Das soll sich jetzt nicht anfühlen wie irgendwo in der Stadt, weil wir sind auf 2262 Metern, soll das auch transportieren. Die Leute sollen es gemütlich haben, aber gleichzeitig soll es natürlich eine moderne und eine coole Ästhetik haben. Die Autos getestet und hat irgendwann mal ein Zell entdeckt. Ich fühle mich hier mega zu Hause, dem See und mit dem Gletscher. Und ich kann hier extrem konzentriert arbeiten, aber man hat nicht so viel Ablenkung. Und man ist viel draußen, das ist schön. Wenn mir mal alles zu viel wird, gehe ich in München in die Südkurve und brülle mir die Seele aus dem Leib. Ist auch so ein Moment, wo man da richtig abschalten kann.